Die neuen Lackoberflächen von Fleiderer sorgen auf der Holzhandwerk 2018 in Nürnberg für edle Momente. Der Holzwerkstoffhersteller präsentiert neben angesagten Trends aus der aktuellen Kollektion auch seine neuen High-End-Lackoberflächen. Mit diesen Produkten setzt Fleiderer neue Maßstäbe im Bereich der Oberflächentechnik. Die Neuheiten hier auf der Messe sind unsere lackierten Oberflächen. Einmal für den Innenausbau mit der Primeboard und für die Außenanwendung ist es die Durupal HPL Kompakt Exterior. Das Besondere an diesen Platten ist die Kombination aus Technik und Optik. Die Optik, das ist das, was man sofort sieht. Das ist einmal ein Spiegelglanz im Bereich Extreme Hochglanz mit einer visuellen Tiefe und Schärfe, wie wir sie so auf Holzwerkstoffprodukten noch nicht kannten. Und im Bereich der Technik ist es eine dauerelastische Funktionsschicht, gefolgt von Acryllacken, die also exzellente Verarbeitungseigenschaften bietet. Es kommt beim Bohren, beim Fräsen, beim Bekanten nicht zu Kantenausbrüchen, nicht zu Abplatzern, nicht zu Weißbruch. Also gerade für die Verarbeiter eine sehr einfach zu handhabende Platte. Fleiderer ist mit Durupal HPL Compact Exterior erstmalig in den Outdoor-Bereich eingestiegen. Eine hohe UV-Beständigkeit und Lichtechtheit setzen hier neue Maßstäbe. Fleiderer hat die umfangreichste Uni-Kollektion für Compact Exterior auf dem Markt. Die beiden neuen Produkte fügen sich optimal in den Fleiderer Farbverband ein. Durch den Lackieraufbau gelingt die Verarbeitung auch bei Rohspanträgern perfekt. Für das Unternehmen ist es keine Frage, sich beim Branchentreff Holzhandwerk zu präsentieren. Wir müssen hier sein, weil wir der Partner für das Handwerk sind. Das heißt, Plattenwerkstoffe sind für Innenausbau, Handwerk, Schreinereien ein absolutes Muss. Wir haben das Portfolio und daher ist eben der Handwerker unser Ansprechpartner hier auf der Messe. Fleiderer, Ihr starker Partner in Sachen Holzwerkstoffe. Jetzt neu auch in der Außenanwendung.